Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Und wir sind wieder bei unseren lieben Studenten im Urlaub auf dem Campingplatz. Ja, da waren wir ja im letzten Part mit denen unterwegs und haben Bigfoot kennengelernt. Und wie ich sehe, hat Mario auch natürlich direkt den Wunsch, dass Bigfoot einziehen soll. Das kennen wir ja schon. Wird nicht gehen, weil der gute Bigfoot hat natürlich kein Telefon, sodass wir die Leiste, Freundschaftsleiste erhöhen könnten. Außerdem, bitte, was soll er bei Studenten? Ganz ernsthaft jetzt, ne? Aber egal, wir hatten einen schönen Tag mit Bigfoot. Ich lasse mal die Zeit laufen. Die liegen ja jetzt hoffentlich alle in ihren Zelten und sind am Schlafen, so wie es aussieht. Alle brav. Ja, sehr schön, gut. Und dann könnten wir auch mal ein bisschen spulen, ne? Wäre doch schon mal eine Idee. Und dann gucken wir, wann da der Erste aufsteht. Irgendwer ist wach. Irgendwer ist eben da rumgelaufen. Ist da einer von euch schon aufgewacht? Kriegt nichts mit. Kriegt nichts mit. Nee, schläft alles noch. Okay. Aber kann nicht mehr allzu lange dauern und dann müsste jemand aufstehen. Ah, ja. 1, 2, 3, 4, genau. Da läuft irgendwer rum, der sieht aus wie Tyson. Irritiert mich. So, ich mach wieder langsamer. Damit ich mitbekomme, wenn hier jemand wach wird. Ah, Anna. Anna? Aha. Guten Morgen, meine Liebe. Och, was ist los? Du stinkst? Oh ja, ja. Wir kamen ja nicht zu nix, ne? Sie müsste also mal auf Toilette und Hygiene und Umgebung findet sie auch ganz grausig, weil hier überall die ekligen Reste vom Tag davor liegen. Was wollte sie? Achso, ja, stimmt. Sie hat ja noch ein Buch geschrieben und sie möchte ihr allererstes Techtelmechtel mit Gerd. Du hast gute Wünsche, Madame. So, dann gucken wir mal kurz. Dann geh doch mal schnell hier, meinetwegen, säubern, benutzen und dann von mir aus säubere auch die Dusche, bevor du sie benutzt. Ist nicht verkehrt. Man weiß ja nie, wer da so alles drunter war vorher, ne? Das muss man dazu sagen. Ja, genau, du stinkst ein bisschen. Sie ist noch am Schlafen, er ist noch am Schlafen. Und eigentlich müsste Alex auch gleich mal aufwachen, oder? Alex, guten Morgen. Ja, da ist er wach. Genau. So, dann gilt für dich natürlich das gleiche Programm wie für deine Schwester. Du gehst bitte auch hier säubern, benutzen und dann kannst du da hinten duschen gehen. So, Mario schläft noch etwas und Tyson auch. Okay. Ja, dann machen sich die beiden erstmal fertig. Und da wird schon wieder kräftig Baumstammwerfen geübt. Also, nicht Baumstammwerfen, ja, dieses ähnliche wie Dart. Hammerwerfen, würde ich es mal nennen. Ja, ja, ihr stellt euch ganz gut an. Wobei du irgendwie nach Timbuktu schmeißt. Oder? Sah das nur so aus. Und, Batsch, ich weiß gar, wo es landet. Bei ihr sehe ich das gar nicht. Ach, doch, doch, es ist was an dem Ding gelandet. Ich hätte es ja nicht geglaubt. Und du bist schon am Putzen? So, was macht ihr zwei? Ihr schlaft da noch, ne? Irgendjemanden muss ich leider dann mal verdonnern, hier aufzuräumen. Oder wir überreden die Leute, die hier sonst so sind, ob sie nicht mal Lust haben, aufzuräumen. Das ist... Und sie irritiert mich. Da, die Dame, die da rumläuft. Da denke ich immer, das wäre Tyson. Ja, ja, ja. So, du bist am Duschen, er ist am Duschen. Dann habt ihr beide Hunger, ja. Und Hunger, Wie viel Uhr haben wir denn? Oh Gott, es ist 3 Uhr in der Nacht. Ja gut, dann gucken wir mal, ob der Gute hier was zu essen für uns hat. Und bestellen uns einfach mal was. Pfannkuchen zum Frühstück, das ist doch perfekt, oder? Das mögt ihr doch. Und du bestellst dir natürlich auch Pfannkuchen zum Frühstück, ganz klare Sache. Dann habt ihr schon mal zu tun, während die anderen beiden hier noch pennen. Ja, Mario ist klar, der träumt jetzt von Bigfoot und so. Der möchte dem alles möglich machen. Was möchte sie denn? Mit Anna spielen. Jo, ist cool. Spaghettis willst du essen und du willst ein Date haben und fit werden. Ja, wir können ja mal fit werden bei ihr anklicken. Ah, und da ist der Nächste im Bunde wach geworden. Oh Gott. Schaffst du es noch? Ach, du gehst da hinten auf Toilette. Ja, ist auch in Ordnung. Ist das Nächste. Dann macht das ruhig und, ja, Was hat eigentlich unser Alex schon wieder an Wünschen? Ach Gott, Techtelmechtel im Zelt, ja. Guten Ruf, ja, mit dem guten Ruf, das wird noch lustig. Er und einen guten Ruf. Ach, und da ist Tyson auch aufgewacht. Kommst du noch hier hinten hin, Mädel? Komm, geh mal hier benutzen, bitte. Nee, da ist schon besetzt und dann kannst du hier duschen.
Das wäre besser und ja, und du gehst bitte auch noch mal duschen dann, wenn du auf Toilette warst, bitte. Hier? Aha. Und ich gucke mal schön, was unsere Lieben hier am Essen sind. Wie war's das schon? Du hast ja immer noch Hunger. Ja, aber erstmal mit anderen Leuten quatschen. Was können wir sonst mit dir machen, Mädel? Willst du da mal irgendwen? Warte mal, komm mal her. Ah, sie guckt schon ganz gierig auf die Pfannkuchen von anderen Leuten. Ja, sollen wir wirklich jemanden überreden? Eigentlich, wir haben den Dreck gemacht. Komm, dann räum doch bitte den Kram auch mal weg. Sei so gut, Anna. Auch wenn das eher nach Sklavenarbeit jetzt aussieht, aber ja. Er hätte das ja auch machen können. Kannst du mithelfen? Ich weiß ja nicht, da hinten liegt auch noch was rum zum Aufräumen. Komm. Teller nehmen. Nee, abspülen. Geh mal abspülen. Genau, das hatte er ja eh vor. So, du hast dann natürlich auch Hunger und möchtest was essen. Ihr kriegt heute alle eine Runde Pfannkuchen. Ihr habt alle Hunger. Ja. So, dann macht das mal, damit ihr dann auch gesättigt seid. Wir haben noch einen Tag übrig. Ja, der Urlaub ist schneller rum, als man gucken kann. Und da wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen weggehen vielleicht, ne? Das wäre nicht schlecht. So, du räumst auf, er räumt auf. Ach, wie lieb ihr alle seid. Ich höre hier dauernd Hiha! Ja. Ja. Ah, ich freue mich. Doch, wir machen uns heute noch mal so einen richtig angenehmen Tag. Hab da auch noch so eine Idee. Wir können ja jetzt, weil wir müssen ja dann wieder zurück. Dann geht's wieder los mit Lernstress, mit Prüfungsstress und. Es heißt, heute werden wir für Entspannung pur sorgen. Kein Bigfoot besuchen oder so. Und ja, da gibt es ja auch, glaube ich, irgendwo was, wo man zum Beispiel in diese heißen Quellen gehen kann oder so. Vielleicht bekommt der ein oder andere auch noch mal ein bisschen, na, wie heißt's, eine Massage wäre vielleicht auch mal nicht schlecht für die Truppe, damit sie so richtig tiefenentspannt aus dem Urlaub auch zurückkommen. Dafür war er ja gedacht, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Genau, du preist hier die Hamburgers an. Willst du auch noch mal was essen? Ach ja, Anna, unser Vielfraß. Okay, in Ordnung, warst ja fleißig, hast aufgeräumt. Ach, und er spielt. Ja, das wollen wir uns natürlich angucken. Zeig mal, wie machst du das? Ui, gut, das ist aber wirklich gut getroffen. Zeig mal weiter. Heppa, wow, Junge, Junge, du hast es drauf. Oh. Wow, und noch ein guter Wurf. Hey. Ja, die Madame neben dir fällt eher um, als dass sie gut trifft. Und er träumt schon wieder vom Küssen. Ja, so ist das. Ja. Und zeig uns noch so einen geilen Wurf. Oh, jetzt wird er angebracht. Aber mitten rein. Ja, toll. Die Frau guckt sich jetzt die Tricks ab. Wie geht das? Wie muss ich das machen? Der will nicht mit mir reden. Oh, ja. Ja, gut. Mach du ruhig. Quatsch mit den Leuten. Ist in Ordnung. So, was machen wir hier? Wir reden auch mit irgendwelchen wildfremden Leuten. Wo ist denn Tyson hin? Tyson? Ach, da sitzt er ja. Okay, Oh, Anna lernt gerade die Begrüßung. Kann das sein? Ja, du musst zurückgrüßen. Ach, warte doch. Warte doch mal. Kann ich dich noch? Nee, jetzt haben wir die Aktion verpasst. Schade. Normal musst du dann zurückgrüßen, weißt du, Mädel? So funktioniert das. Es ist noch ein bisschen sehr früh. Ich würde sagen, wenn du magst, dann angel doch noch mal ein bisschen hier. Ne? Weil deinem Bruder musst du jetzt nicht zugucken, der ist beschäftigt. Was macht denn eigentlich, Ach, Mario sitzt auch noch da und isst. Ja, gut, okay. Dann macht ihr mal weiter. Ich guck mal, was Alex hier. Ne, was willst du denn jetzt von deiner Schwester? Pass mal auf, du könntest auch noch ein bisschen angeln. Dann angelt ihr noch mal alle eine Runde. Ah, jetzt wird's auch hell. Sehr schön. Du darfst natürlich dann auch hier angeln. Auch wenn du ein bisschen andere Wünsche hast. Und du kannst hier auch noch mal angeln. Ach, sie hat noch Hunger. Ja gut, dann lassen wir sie ruhig noch mal was essen, bevor sie uns vom Fleisch fällt. Das widerspricht sich zwar ein ganz klein bisschen mit der Idee, fit zu werden, wenn du da einen Pfannkuchen am nächsten nicht reinschaufelst. Würde jetzt auch Christian zu mir sagen. Der ist gerade irgendwie auf dem Sporttrip. Ah, ist aufgegessen. Sehr schön. Dann komm doch mal her und angel auch noch mal mit. Nix noch mal bestellen. Also ich glaube, jetzt bist du aber wirklich ein bisschen, ne?
Langsam, langsam, Mädel. Ja, wir angeln uns noch ein paar Erinnerungsfische. Und dann gucken wir mal, wo rennst du denn jetzt hin? Wie weit willst du denn weg? Hallo, Mädel, ich hab dich doch extra hier daneben gestellt. Damit ich euch alle im Blick haben kann. Ist ja fürchterlich. Ja, wie gesagt, Chris ist auch gerade irgendwie am Sporttrip und natürlich muss ich wie immer mitmachen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, also wird jetzt immer schön schwimmen gegangen. Das mache ich ja auch gern, ich gehe ja gern schwimmen, muss ich zugeben. Wir waren auch gerade gestern schwimmen gewesen, das war richtig, richtig schön. Ja, ja, und jetzt habe ich ein bisschen Muskelkater. Also ganz viel Bahnen geschwommen und so. Und Rückenschwimmen ist überhaupt das Allerbeste, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist noch das Entspannteste von allem. Ja, aber gut. So, so, dann angelt ihr noch mal ein bisschen und dann müssen wir mal gucken, so eine gewisse Weile. Was wollt ihr denn sonst noch so? Ja, sie hat keine weiteren großartigen Wünsche. Er hier, ja, immer noch das Techtelmechtel im Zelt. Ich glaube nicht, dass du das hier irgendwie hinbekommst. Weil ich auch schon nicht mehr weiß, Emma Kowalski, ist das die? Ja, hallo, gucke mal, Moment, dann komm mal her. Hör mal auf da damit und gucke mal, wie kannst du hier hingehen. Gucke mal, ob du mit der noch irgendwie ein bisschen quatschen kannst. Ach, jetzt quatscht sie einen anderen Typen an, das kann er sich nicht bieten. Warum kannst du denn mit der nicht quatschen? Hallo, Emma, Emma, hallo, ich sehe dich doch, warum... Hey, hallo, nein, nicht einsteigen. Ach, Quatsch. Ich wollte doch, dass du mit Emma quasselst. Weil wenn er, wenn überhaupt, dann mit der, ne? Weil das ist die einzigste, die wir im Urlaub kennengelernt haben. Jetzt rennt die wieder weg. Ist das zu fassen? Da rennt die einfach wieder weg. Ah, ist doch nicht zu fassen. Okay, pass auf. Dann machen wir es folgendermaßen. Wieso bist du schon wieder so unhygienisch? Dann geh halt noch mal schnell duschen. Moment, dann muss ich aber erstmal die Wände wieder runterklappen. Ich sehe ja sonst nichts. Ih, die Dusche ist wohl kaputt. Kannst du die reparieren? Ach nee, ist nicht kaputt. Sieht nur hässlich aus. Also dann geh da noch mal duschen. Säubern muss es jetzt nicht. Ich meine, ist ja egal. Dann dusch halt noch mal und dann gucken wir mal. Was haben die anderen denn noch so für Wünsche? Oh, ihm ist warm. Ist es heute warm? Du könntest mal mit jemandem quatschen. Komm. Quatsch mal ein bisschen hier mit deiner Freundin über wissenschaftliche Grundprinzipien oder was auch immer. Warum beißt der Fisch nicht an? Das ist doch mal eine Idee, oder? Ja. Nein, du musst. Dann unterhalte ihn doch mal oder so. Mit dem Insiderwitz. Quatsch du mal mit ihm. Warum die Fische nicht anbeißen? Das ist die Sache der Kochkunst. Da ist Emma wieder. Hey, guckt. Stopp. Pause. Emma. Jetzt aber reden. Sagen wir mal Hobbys reden. Musik und Tanz. Das ist dein Hobby. Komm aus der Dusche raus. Emma ist gerade da. Wenn wir das irgendwann hinkriegen wollen, ihm seinen Zeltwunsch da zu erfüllen, müssen wir das mit der Emma machen. Anders geht's nicht. Leute, ihr seid so bescheiden. Oder geht's jetzt? Jetzt geht's. Und Emma ist schon wieder mit irgendwem am Rummachen da. Also es geht aber gar nicht. Und da halt Witz erzählen. Ah, das können wir da noch machen. Irgendwas spielen vielleicht mal. Ball werfen oder so. Fangen. Ja, hier, guck mal. Da ist Madame. So, kannst du mit der ein bisschen. Und der Urlaub vergeht im Flug. Ja, wir müssen uns beeilen. Ich weiß, ich weiß. So, was macht denn unsere liebe Anna? Die angelt sich hier einen Wolf. Pass mal auf. Dich würde ich dann gerne noch mal ein paar nach Schätzen graben lassen. Grab doch mal da noch mal. Und vielleicht ist hier hinten noch irgendwas Schönes versteckelt. Oder hier ist auch noch so eine Stelle, wo ich mir denken könnte, da hat bestimmt jemand neben dem Zelt vielleicht mal was fallen lassen. Grab du dich mal durch. Ne? Ihr zwei spielt. Ach, das ist doch herrlich. Was willst du denn jetzt? Guck dir mal, neue Wünsche. Tyson einen Insider-Witz erzählen und einen schmutzigen Witz. Ja, was willst du denn jetzt? Ein Witz oder einen schmutzigen? Insider-Witz. Nein, Alex. Alex. Da ist... Achso, ihr spielt... ich dachte eben, er hätte jetzt die Angel ausgepackt. Und ja, ne? Hat Tyson auch... Oh ja, sie hat auch Wünsche. Möchte auch einen schmutzigen Witz. Kann ja auch immer flirten, ja. Die beiden sind doch jetzt zusammen, ne? Ja.
Und dann kannst du ihm auch noch mal irgendwie einen Witz erzählen von mir aus. Keine Ahnung. So, und du kümmerst dich hier noch mal ein bisschen. Tratschen oder so, plaudern. Ist ja gut. Oh, Anna hat was gefunden. Haha. Dann kannst du ja mal unterhalten noch mal. So, gucken wir mal, wie weit wir euch beide kriegen. So, was wolltest du noch? Bin hier gerade wieder voll in der Wunscherfüllung. Tyson, ein Schmutzigen. Schon wieder. Ihr und eure schmutzigen Witze hier. Ja, okay. Macht mal. Und sie will schon wieder flirten mit Alex. Nee, das geht jetzt aber nicht. Also ehrlich, ihr könnt nicht dauernd miteinander flirten und machen und tun. So, was machst du? Bist du da irgendwas Geheimnisvolles am Ausbuddeln? Ja. Oh. Ja, ich denke auch, wenn wir jetzt diese Buddelrunde da durch haben, dann müssen wir echt gucken. Boah, es ist allen sehr warm, finde ich gerade. Also gut. Müssen wir mal schauen. Ein Knochen. Ne? Das ist alles nichts Gescheites, was du da ausbuddelst, Anna. Halt, stopp, Madame. Bitte, der. Und jetzt rennt die wieder weg. Wie weit habt ihr euch denn jetzt? 48, ja, das wird aber auch nicht mehr reichen, um die ins Zelt zu kriegen. Glaube, dein Wunsch wird nicht so leicht zu erfüllen sein, mein Süßer. Volkstanz, wir haben hier gar keine Musik, ne? Das ist ein bisschen dumm. Was könnte ich denn jetzt mit dir noch machen? Urlaubs, also ein Ausflug will keiner mehr. Das ist so der Punkt. Hunger hätte er schon. Ja, komm. Geh nochmal schnell hier auf Topf. Bis dahin ist Anna vielleicht da oben mit Graben fertig. Ich wollte schon gern, dass die nochmal ein bisschen gräbt. So. Und du willst auch fit werden. Ja, Gott. Und was willst du da? Physiologie lernen. Und du willst noch einen Fisch angeln. Ah, ja. Was möchte Tyson mit dir noch? Auch einen schmutzigen Witz erzählen. Ja, ihr habt es immer mit den schmutzigen Witzen da. Dann erzähl ihn halt. Vielleicht hast du dann nochmal einen neuen Wunsch, den ich erfüllen könnte. Ich will jetzt aber auch nicht sportlich irgendwie drin, weil den eh schon warm ist. Das macht da nicht viel Sinn, ne? So, hast du noch was Neues für mich? Oh, was denn? Flirten oder was? Tanz. Was? Moment. Was für ein Ding? Klassischen Tanz. Ja, komm her, du. Wir können hier auch klassisch tanzen. Pass mal auf. Tanzen, klassisch. Da. Kriegst du gemacht. Und ohne Tai Chi oder sonst irgendwas. Was willst denn du? Nee, nix Tai Chi. Hab ich alles mitbekommen. Ihr glaubt doch nicht, dass ich das nicht mehr. Du hast natürlich wieder angefangen damit. Was auch sonst. So, ist denn Anna jetzt? Ja, Anna hat genug gegraben. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Das heißt, wir gehen mal zum Gemeinschaftsgrundstück, alle Mann. Und zwar wirklich alle Mann. So, zacki bum, bevor wir es nicht mehr schaffen. Ich hatte was vor. Wo will ich denn jetzt heute mit euch hin? Die geheime Höhle haben wir besucht. Die Drei-Seen-Plaza. Ja, da gibt's Pfannkuchen, klar. Aber wir hatten ja eigentlich gefrühstückt. Auch wenn sie schon wieder Hunger bekommen. Ja, nee. Ferienpark ist eine Unterkunft. Das ist eine Unterkunft. Wir wollen aber nicht in eine Unterkunft. Wir wollen woanders hin. Heilquellen. Hier, das ist es doch, wo ich hin will, ne? Ja, Sägewerk waren wir schon. Park ist uninteressant. Wir brauchen jetzt zum tiefen Entspannen die Heilquellen. Besuche die dampfende... Die dampfenden Felsquellen, die dampfendsten Felsquellen des Planeten. Hier werden die schmutzigsten Socken sauber und die angespanntesten Nerven gelockert. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Also, Abmarsch, Leute, wir müssen los. Wir haben heute nicht mehr viel Zeit. Da ist zwar Emma schon wieder, aber ja Gott, ne, was soll man machen? Jetzt fängt es zu regnen an, das ist auch nicht verkehrt, ja. Klassischer Tanz hört bitte jetzt mal auf. Ihr seid sonst zu spät dran und kommt nicht mehr mit. Ist ja nicht normal hier, ne? Ja, wir müssen noch mal als Gruppe jetzt so richtig ein bisschen was für unsere angespannten Nerven tun und schauen, dass wir fit werden, ne? Damit das dann, wenn wir am nächsten Tag zurück müssen, alles seinen ordentlichen Gang geht und sich auch gelohnt hat. So, und dann würde ich dieses Mal auch wirklich im Ladescreen den Part beenden, weil meine Zeit nämlich gerade um ist, sehe ich gerade. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem doch recht gemütlichen, ja, Vormittags-Mittagspart und Tag. Mal gucken, was die Leutchen dann in den Heilquellen alles erleben werden. Jo,
Und ich wünsche euch was. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.